In 10 Tagen startet Hertha BSC mit der Saisonvorbereitung. Der Kader ist dieses Jahr bereits viel weiter als in der vergangenen Saison. Aber was ist eigentlich der genaue Plan für den Kader in diesem Transferfenster? Neuzugänge sind bereits Luca Schuler und Kevin Sesser. Dazu kommt der Leihrückkehrer Julian Eitzberger. Der Deal mit Diego Demme ist fast sicher. Laut dem Berliner Kurier darf er wegen den italienischen Transferregeln erst am 1. Juli den Vertrag unterschreiben. Weitere Verstärkungen werden in der Innenverteidigung und im Mittelfeld gesucht. Im Fokus steht unter anderem der Innenverteidiger Charlie Cresswell von Leeds United. Verlassen sollen den Verein Wilfried Konga, Müsiyama Olida und Kilian Nsoh'na, um Einnahmen zu generieren. Ach, Agustín Rogel, Marc Kempf, John Tokenny und Florian Niederlechner könnten gehen. In der Schwebe sind Topspieler wie Fabian Reese, Ibrahim Maser und Tjaak Ernst. Bei sehr hohen und guten Angeboten könnten sie den Verein verlassen, sie sind aber eigentlich eingeplant. Trainer Fjell hofft, dass Leistungsträger bleiben, um eine starke Mannschaft aufzubauen. Bis zum 1. September kann sich jedoch noch viel verändern, falls Hertha Leistungsträger schlussendlich doch abgibt.